Noch. Noch eine Runde. Alles dreht sich. Und? Gibt es Neuigkeiten? Hey, vielen Dank, schon gehört? Dass du unser Dorf. Mal sehen, ob wir. Zum Glück waren die Reparaturen schneller fertig als gedacht. Götter und gnädig sein. Sowohl Mühsal als auch Freude. Hier steht, um die Arche von König Lutera zu finden, braucht man das Siegel des Schwertes und des Adlers. Das Siegel des Schwertes befindet sich unter der Salzwüste von Julia, im Königreich von Morai. Aber um nach Julia zu gelangen, muss man die schroffen Berge von Ankumo überqueren. Ich werde für eure sichere Überfahrt auf dieser beschwerlichen Reise beten. Möge Regulus, der Herrscher aller Götter, über euch wachen. Über euch auch, Pater Varud. Wenn Judia dein Ziel ist, wird es eine lange Reise über die Grenzen. Sowohl Mühsal als auch Freude sind Teil von Gottes Willen. Ihr nutzlosen Träger! Du musst der Abenteurer sein, von dem Pater Armel mir erzählt hat. Sobald du den zerklüfteten Anguimusberg hinter dir gelassen hast, erreichst du die weiten, offenen Salzebenen.
Sei vorsichtig. Gehe zur Priesterin Garoa für eine sichere Reise. Mehr Mooswölfe als... Mama? Du bist doch aus Pridehome, nicht wahr? Du bist der Abenteurer, von dem Pater Amel gesprochen hat. Verbreitet sich überall. Dort, wo die Patienten sind. Wir benötigen mehr Talis. Selbst Stammhügel wäre besser. Ich glaube, mir geht es etwas besser. Es ist weitaus schlimmer, als ich gedacht habe. Die Quellen in diesem Gebiet sind kontaminiert. Es ist weitaus schlimmer, als ich gedacht habe. Die Quellen in diesem Gebiet sind kontaminiert. Wie schrecklich. Das geht mir schon besser. Ich glaube, mir geht es. Da wir die Ausbreitung der Pest verhindert haben, sollte es hier sicher sein.
Selbst Stammhügel wäre besser. Wir benötigen mehr. Hier ist es zu gefährlich. Kommen wir den Patienten. Sehe mehr Mooswölfe als üblich. Schon zu Ende. Es tut so weh. Sehe mehr Mooswölfe als üblich. Hier ist es Wir zu gefährlich. Wir benötigen mehr Talismane. Es hat sich weit verbreitet. Die verfluchten Spinnen.
Das nimmt einfach kein Ende. Komm den Leichen der Pestopfer nicht zu nah. Gehe nicht in die Nähe der Wachen wurden schon angesteckt. Ich hab dabei kein gutes Gefühl. Geht mir schon besser, dank Pater Arn. Die Pest hat sich schneller ausgebreitet als erwartet. Wegen der verbrannten Leichen ist der Himmel schwarz. Ich versuche, möglichst viele zu retten. Aber wir sind an den Wachposten stark unterbesetzt. Dieser Ort braucht jemanden wie dich. Bitte verteidige den Außenposten gegen die infizierten Angreifer. Es geht mir schon besser, dank Pater Arm. Der Gestank der verbrannten Leichen ist abscheulich. Wie lange können wir sie noch zurückhalten? Ist abscheulich. Der Gestank der verbrannten Leichen. Komm den Leichen der Pestopfer nicht zu nahe. Angesteckt. Es geht mir schon besser, dank Pater Amel. Das Ende aller Tage. Die Soldaten im Grenzposten können durchatmen. Ich bin sehr erleichtert.
der verbrannten Leichen ist abscheulich. Den Leichen der Pestopfer nicht zu nahe. Warum zum Teufel tummeln sich die... Kommst du vom Außenposten? Die Bolts randalieren! Wann bekommen wir endlich Unterstützung? Wir werden von pestbefallenen Kreaturen angegriffen! Verfluchte Kreaturen! Dann können wir sie noch zurückhalten. Jetzt ist keine gute Zeit für Gäste. Wir werden angegriffen.
Ein pestverbreitender Dämon kontrolliert die Monster in der Nähe. Entzündet das Pulverfass. Kämpft bis zum Ende. Kommandant besiegt ist, können wir die Verwundeten wegbringen und die Schäden reparieren. Verbrennt die Leichen, damit sich die Pest nicht weiter ausbreitet. Du kommst genau zur rechten Zeit. Warum zum Teufel tummeln sich die... Gehe nicht in die Nähe der Waffen wurden schon angesteckt. Ich hab dabei kein gutes Gefühl. Du hast meinen Hauptmann getroffen? Verstehe.
Die Waken. Geht mir schon besser. Danke. Die Aufzeichnungen stammen von einem Pilger, der vor langer Zeit die Arche suchte. Es geht mir schon besser, dank Pater Amel. Ich hab dabei kein gutes Gefühl.